Heute, was geht ab, Leute? Hier. Wir testen heute den schlechtesten Koreaner in München. Zumindest laut Google Maps. 3,8 Sterne Bewertung. Schauen wir mal, ob das gerechtfertigt ist oder ob man dem eine Chance geben soll. Ja, schauen wir mal. Schon eine Weile her, dass wir Koreanisch auf dem Kanal hatten, probiert haben. Ist eigentlich ziemlich cool. Schade, dass die Bewertungen so scheiße sind. Aber wir gehen die Bewertung gleich noch durch. Ich finde es sehr stylisch hier. Der Burger hat ihn nicht mehr. Diese kleine Dame neben mir hat ihre Wings nicht aufgegessen. So, let's go! Da haben wir den Laden. Kimbu, Korean Kimbap und Burger. Und 50% von ihrem Namen hatten die gar nicht mal da. Also Burger waren nicht am Start heute. 3,8. Ich weiß gar nicht, ab wann ist für euch schlecht? Eigentlich schon alles unter 4, oder? Wir gehen auf Rezensionen. Ich muss schon sagen, das ist der schlechteste Korean Fried Chicken Laden. Das ist das schlechteste Essen überhaupt. Das sollte überhaupt nicht als koreanisches Restaurant bezeichnet werden. Sind auch Vietnamesen. Ich habe dieses Restaurant kürzlich besucht und leider fand ich den Geschmack des Essens mittelmäßig. Außerdem machte ich mir die große Sorgen um die Hygienestandards, da das Lokal nicht sauber war. Wir waren gestern zu zweit und haben Bibimbap oder wie das auch heißt, gegessen. Es war zwar relativ gut, aber ein paar Stunden später hatten wir die ganze Nacht Durchfall und haben gespuckt. Oh mein Gott, ey. Wir waren am Montagabend zu zweit und haben Bibimbap, achso, das waren wahrscheinlich dieselben. Seit dem darauffolgenden Morgen hatten wir beide genau wie in einer anderen Rezension auch. Mein Gott, wir sind drei Leute. Wir bestellen Reiskuchen, gebratene. Oh mein Gott, wir drei hatten von Mitternacht bis zum frühen Morgen Durchfall. Schauen wir mal, was wir da haben. Verpackung sieht aus wie bei einem anderen Koreaner. Soulmate. Korean irgendwas. Also drei sind echt wenig. Aber ist ja nur eine Vorspeise. Wobei das hat 5 Euro gekostet. Also nicht so saftig jetzt. 5 Euro für sowas. Ja, das ist vielleicht 2 Euro wert an sich. So, das ist der Hauptgang. Hier, das da. Das ist das Chicken. Wir schauen uns mal das Chicken an. Also, von allen Sachen, die Scheißerei verursachen können, ist das doch der gefährlichste Kandidat, oder? So. Also es ist jetzt nicht eklig, aber auf jeden Fall das schlechteste Fried Chicken meines Lebens. Also man kann schon aufessen, aber es ist trocken und zäh und kalt und... Mein Gott, ey. Gar nicht... Oh mein Gott, ey. Es ist Nahrung, aber es ist kein Vergnügen. So. Doch verbrannt so. Das soll doch nicht so knusprig sein. Also es schmeckt verbrannt. Es schmeckt wirklich schlecht. Holy shit. Ich wollte den Laden retten, Mann. Ich so, hey, auch wenn die Bewertungen schlecht sind, man kann hier essen. Nein, oh mein Gott, Anti-Empfehlung geht raus. So, kurz in die Mikrowelle. Einmal schön umrühren. So.
Digga, ich weiß noch, bei dem vorletzten Koreaner, selbst aufgewärmt, das war so gut noch. Ja, mittelmäßig. Oh, Kimchi, ich hasse Kimchi. Irgendwie so wenig Reis da drin. Das Kranke ist, wo der neu rauskam, haben Leute sogar, also Foodblogger, Werbung für den Laden gemacht. Und ein paar Monate später ist der Laden so schlecht, ich dachte, den schlechtesten Koreaner-Video. Der Laden, den sie gut fanden und Werbung dafür gemacht haben, landet bei mir im schlechtesten Video. Krank, oder? Der Laden verdient es schlecht, der schlechteste zu sein. Katastrophe. Ey, ich kann nicht mehr. Im Sinne von, nicht, dass ich voll bin, sondern im Sinne von... Ey, ich finde es irgendwie widerlich. Schmeckt so eklig. Und jeder weiß, wie sauber geleckt meine KFC-Wings sind, Mann. Ich bin auf deren Instagram-Seite. Es ist so erschreckend, wer dafür alles Werbung gemacht hat. Wo ist dieses eine? Haben die das nicht markiert? Dieses unfassbar Leckeres bekommt ihr bei Kimbu, dem neuen Korean Street Food Spot mitten in der Altstadt. Hier bekommt ihr Dieses unfassbar leckere Essen? Willst du mich verarschen? Dieses unfassbar leckere Essen. Ich würde mich schämen! Hätte ich für diesen Laden Werbung gemacht. Wir sehen uns später. Ich gebe Update, ja, wie so die Lage ist, ob ich scheißegal habe, ob mir schlecht ist. Yo, keine Sorge, mir geht's gut. Keine scheißegal. Wobei das Essen echt sehr schlecht war. Grenzwertig ungenießbar. Man konnte es noch essen. Aber ja, geschmeckt hat's nicht. Auf jeden Fall jetzt Fülle-Episode. Ich werde den Digimon-Film anschauen, Leute. Weil jetzt geht's erstmal ins Kino. Digimon. Digimon 2, der Film. Sehr gut. Ich bin Nino vom YouTube-Kanal Ninotaku TV und ich habe euch ein paar Geschenke mitgebracht. Denn ihr seid schließlich die treuesten der treuen Digimon-Fans. Es gibt insgesamt 10 Digimon-Blu-Rays. Wer will eine haben? Ja, natürlich. Das habe ich mir fast gedacht, aber dafür müsst ihr natürlich ein bisschen was machen. Und zwar habe ich mir ein kleines Digimon-Quiz ausgedacht. Auf welchem TV-Sender lief denn die besagte erste Digimon-Staffel in Deutschland? Hier vorne, der Herr im weißen Shirt. Natürlich, das waren die guten alten Zeiten auf RTL 2. Könnt ihr euch noch daran erinnern, man kam von der Schule nach Hause, den Ranzen erstmal in die Ecke gefeuert und dann RTL 2 Anime gucken. Das war cool. Herzlichen Glückwunsch, kriegen wir noch einen Applaus bitte. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Sei bereit. Er hat einen Kollegen getroffen, Leute. Er kriegt einen. Was kriegt er? Einen Kripo. Den ich zufällig heute gefangen habe. Ein Glück hat er. So. 888, ich erinnere mich. An die Zahl erinnere ich mich noch. Nee. Auf dem Weg zum Essen hatte die Kollegin Bock auf Matcha. Weil ich so ein krasses Food Knowledge über München habe, haben wir hier noch einen Laden entdeckt. Kurzes Feedback noch zu Digimon. Ninotaku war am Start, ich habe Foto gemacht, der hat davor ein kleines Quiz gehalten und Digga, da waren ein paar Digimon-Freaks am Start. Puh, Respekt. Der Film war eher schwach, wenig Action, ich gebe dem Ganzen eine 5 von 10. Nostalgie hat reingehauen, Digitation, Musik, geil, aber der ganze Film war gefühlt 85%, wo dieser Typ, so eine Figur aus dem Charakter aus dem Film, seine Story erzählt hat und dann gab es den finalen Kampf. Wobei der finale Kampf nicht wirklich ein Kampf war, weil die wollten nur diesen Typen zu diesem Digimon, den Hauptbösen, bringen und den nicht besiegen. Und irgendwie hatte ich mir erwartet, weil die
ganze Zeit von allen Digi-Rittern und es werden immer mehr Digi-Ritter auf der ganzen Welt gelabert haben, dass dann irgendwie alle auftauchen, um den Bösen am Ende zu besiegen, aber war nicht so, also zu viel Gelaber. Aber das war's von mir und dem schlechtesten Koreaner in ganz München. Haltet euch fern von dem, vor allem weil der zentral ist. Sehr viele Touristen gehen wahrscheinlich dahin, weil das direkt am Marienplatz ist, aber der ist wirklich nicht zu empfehlen. Finger weg davon. Das war's von mir. Wenn ihr mal liked, subscribe, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr wisst, Bitcoin, DeFi, Crow. Gibt euch das Show, gerne jeden Tag tracken, see you as business und ciao.